Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Hier sind wir da. Ja, sag mal, wo ist denn jetzt die andere Kuh hin? Da waren noch mal zwei. Oder sieht jetzt anders aus? Ich weiß es nicht. Wie war denn das eigentlich? Muss ich bei ihr irgendwie eine Erweiterung kaufen oder bei irgendjemand? Warte mal hier, wenn er schon da steht. Ich bin beschäftigt, sieht man das nicht? Ja, Shane. Shane um you. Ich hasse den Typ. Hauptsächlich leer Pizzaschachtel immer noch. Ich kann den nicht leiden, ganz einfach. Habe ich ja schon gesagt. So. Ah. Hey. Jas. Brauchst du was? Ich soll nicht mit Fremden reden. Ich bin nicht fremd. Ich gehöre hier zum Ort, oder? So, dann rede ich mal mit deiner Mutti. Hey. Gut, dich zu sehen. Ja, die Marnie. Besuch mich bitte, wann immer du willst. Ja, mache ich da, aber ich war letztens da und dann warst du nicht da. Da hast du schon geschlossen gehabt. So. Tierbedarf. Ja, gut. Es bringt mir leider nichts. So. Ja, ich muss irgendwo gucken, dass ich einen Hühnerstall krieg. Allerdings weiß ich nicht mehr genau wie und was und wo. Immer wieder mal Mülltonnen rütteln hier. Ich bin der Müllabfuhrwächter hier. Also, naja, ich tue die Müllabfuhr machen hier. So, hey. Hi du, Vincent. Und du, Herr Doktor? Hm, ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Naja, drum tust du dann auch ahnungslose Leute, die einfach mal umkippen, hier Geld abjuchsen, ja? Ich soll doch versuchen, ein paar Patienten aus anderen Städten zu holen. Ja, dann versuch's doch mal. Landarzt sucht Patienten. Bitte herkommen oder so. Jodi oder Jody. Ich nehme jeden Tag frei. Ach so. So kann man es aber aussehen. Wenn ich es nicht aus dem Haus schaffe, dann werde ich wahnsinnig. Außerdem muss ich meine Beine trainieren. Aha. So, hast du etwa Zellulite? Oder so. Na, Omi, da bist du ja wieder. Es ist so schön, in der Nähe des Meeres zu leben. Das Geräusch der Wellen wiegt mich immer in den Schlaf. Evelyn. Als Kinder haben wir nach Muscheln gesucht, sobald es Ebbe war. Das waren noch Tage. Ach, apropos. Können wir auch wieder machen. Servus. Hi. Macht es Spaß, auf dem Hof zu arbeiten? Nein. Oh, was soll denn die Frage zeigen? Ja. Nun, das ist gut, nicht? Okay. Wenn ich jetzt Nein gedrückt hätte. Hallo. Das Wetter ist heute interessant, oder? Naja, gut, schöner Sonnentag. Entschuldige. Ja. Warum entschuldigen? Oh, es ist schon wieder 16 Uhr. Wow. Bist du mit Gast befreundet? Er ist ein ziemlich guter Kerl. Na, wäre ich gern, Pam. Er gibt mir mein Bier, Geburtstag immer Bier aus. Mann, na, ich glaube, ich brauche mal eins. So, und du? Hey, Alex, sag dir mal hey. Was willst du? Willst du mit mir reden? Ich bin beschäftigt. Ja, dann lasse ich dir mal den Hund weiter anstarren. Da liegt wieder hier ein Zettel. Hat irgendjemand Katzenfisch bei sich zu Hause über? Shane, sexuell. Oh, das macht Shane glücklich. Ah, da müssten wir ja fast angeln gehen. Ach nö. Katzenfisch. Ich weiß gar nicht, wann ein Katzenfisch überhaupt kommt. Ich lasse es mal lieber. So, Servus. So, dir verkaufe ich mal den wilden Meerrettich. Und so, und die Frühlingszwiebeln. Ne, die Saat, da gibt es eh nichts für. Okay, der Rest will er nicht. Naja, ich muss mir das ganze Geld reinholen, wo ich da verbaselt habe. Mann, das ärgert mich sowas hier von, dass es da wirklich keine Abfrage gibt von wegen hier, wollen Sie das wirklich kaufen oder so. Da habe ich doch einfach mal hier Zeugs gekauft, wo ich gar nicht wollte. Und zurückgeben kann ich es ja nicht einfach wieder, das kostet ja Geld. So, jetzt probieren wir es doch nochmal hier in dem rattenverseuchten Haus, wo wir eigentlich hin wollten. Hier.
Oh, Servus. Wer bist denn du nochmal? Ach, Caroline. Heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Nimmst du dir je einen Tag frei? Ja, manchmal schon. Oder die ganze Zeit eigentlich, oder? Ja, mal schauen. Ja, das mit dem Tag freinehmen ist immer so eine Sache, wenn man das schafft und oder auch nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das eine Holzhütte, wo die hier gebaut haben da drin? So, ist hier irgendwas Interessantes? Tja. Ah, ein Mülleimer. Können wir nicht reingucken. Und jetzt? Warte mal, da ist das Viech. Jetzt ist es weg. Ja, lalalala, ich verstehe alles, okay. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Hä? Ja, aber was bringt das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Kann ich damit irgendwas machen? Draufhauen oder so? Nö. Vielleicht muss ich da mit jemand mal drüber reden. Ja, das war schon alles. Ja, ich habe jetzt wunders gedacht, hier kommen Ratten und sowas. Ha, vielleicht mal mit Luis drüber reden oder aber mit dem Archäologen. Mal schauen. Ah, du gehst rein? Okay, dann kann ich ja mal. Nee, lieber nicht. Lalalala. Erstmal warten, bis sie ja vorbei ist. Warum durchsuchst du den Müll? Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Die hat's gesehen. Sollte man nicht machen. Warte mal, der Bürgermeister ist da unten drin. Vielleicht ist er gerade zu Hause. Und das ist auch so eine Sache, man weiß nie, wo die Leute sind. Und vielleicht sollte ich da doch auch mal den Mod installieren, dass man weiß, wo die auf der Karte dann sind, ja, die Leute. Guten Abend. Ach, es ist ja schon 19 Uhr. Ich bin seit ganzen 20 Jahren Bürgermeister in dieser Stadt. Ja? Keiner möchte gegen mich antreten, wenn es Zeit für die Wahlen ist. Ich gehe immer davon aus, dass ich alles richtig mache, okay? Ich mag es, Bürgermeister zu sein. Ja, dann hast du es ja gefunden. Ja, und jetzt? Ich hätte mit ihm ja mal gerne über die Tafel da drin geredet, oder? Ja, wahrscheinlich ist aber der Archäologie-Dinger auch schon zu. Ah, Gas. Nee, Clint. Hast du keinen Job oder so? Nö. Ja, ciao auch. So, da ist wahrscheinlich schon. Ja, 18 Uhr, da sind wir ein bisschen zu spät. Warte mal, aber wir können ja mal kurz. Keiner guckt. So, Mühl. Auch wenn es manche eklig finden, aber ich finde es immer wieder interessant, was so manche Leute wegschmeißen. Ja, Gas hat jetzt natürlich auch zu, ja. Ja, und der macht übrigens schon 16 Uhr zu. Und von wegen hier hast du keine Arbeit. Ich kann mir meine Arbeit einteilen, ich habe einen Hof. Da kann man aber auch sagen, naja, das schafft nicht viel. So. Also, was hat es mit dieser Tafel in dem Gemeinschaftszentrum auf sich? Keine Ahnung. So langsam wird es wieder finster. Da sind Würmer. Warte mal, ich probiere nochmal was. Ah, geil. Kupfererz. Sehr schön. Ja, da kriegt man immer wieder was anderes, wenn da so Würmchen rausgucken. So. Jetzt hat gegossen haben wir alles. Ja, die Vogelscheuche, die ist. Wenn mir da jemand da rumsteht. So, Holz weg. Das weg. Kupfererz, na ja, gut, da ist noch mehr gemischte Saat. Angel, ja. Was anderes. Wie war denn das? Da brauchen wir Kupfererz und Stein. Okay, da brauchen wir noch 14 Kupfererz und dann kann man den Ofen bauen. Ah, es ist auch bitter, dass man da so viel Kupfererz braucht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man Eisenerz braucht. Was machen wir denn jetzt noch so spät? Ich meine, Fischen lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr groß. Ja, wir haben noch ein bisschen Energie. Nein, wir könnten noch ein bisschen Steine wegräumen hier, wenn es ist.
So. Schwupp. Gemischte Saat. So. Meine, ich hätte jetzt auch wieder in den Dings gehen können, hier in den Saloon. Aber bringt eigentlich nicht wirklich was. So. Ja, ich hätte ja gern nochmal eine Geode gefunden. In der letzten war ja wirklich nur Stein drin. Das war ja eigentlich total schade. Ich hätte ja gedacht, dass da vielleicht. Wenn man vom Teufel spricht, eine Geode. Habe gedacht, dass da wenigstens was Interessantes drin gewesen wäre. Ein Diamant oder sonst sowas. Oder halt sowas, wie man halt davon kennt. Ja, wird langsam Zeit. Aha, das geht also nicht. In der Mine ging das. Naja, gut. Jetzt tut ja die Leiste hier vibrieren. Du bist langsam erschöpft. Ist jetzt was. Ach nee, das ist ja in den Fluss gefallen. Toll, oder in den Weiher hier. Das ist ja blöd. Ja, gut. Warte mal, hier ist noch ein Stein. Zack. So, dann würde ich sagen, das lagern wir wieder alles ein hier. Geode, damit gehen wir zum Schmied. Ja, der hat aber erst um. Ha, das hasse ich immer, dass der immer so spät offen hat erst. Und ich stehe um 6 Uhr auf, das ist ja das. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Haier. So, morgen soll es ja regnen, hat es gesagt, ja. Ins Bett gehen, ja. Jawohl. So, ja, da hören wir schon regnen. Guten Morgen wieder zusammen. Das ist dunkel draußen, oder wie? Aha, das Fenster kann man auch. Wetterbericht. Willkommen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Leben vom Land. So, ein Tipp. Lasst uns über Zäune reden. Zäune sind nützlich, um Unkraut fernzuhalten und eure Pflanzen zu schützen. Sie helfen Bauern aber auch dabei, ihr Vieh zusammenzuhalten. Zäune gehen nach einer Weile kaputt. Aber Stein, Eisen und Hartholzzäune halten länger als gewöhnliches Holz. Ja, okay. Okay, das wird auch noch irgendwann Thema sein. Und was sagt der Wahrsager? Höchst unzufrieden. Aha, sie würden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Das brauchen wir nicht. So, okay, heute brauchen wir da nicht gießen. Ah, und da ist was aufgegangen. Eine Pastinake, ne? Ja. Und diesmal wieder volle Energie. Okay, wenn man anscheinend frühzeitig ins Bett geht, ist es immer besser. Das wäre eine Nachricht. Hat man die Pastinake, verkaufe ich. So, okidoki. Was haben wir denn da? Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees, im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. M. Rasmodius, Zauberer. Oh. Aha. Er hat uns also beobachtet. Wahrscheinlich ist es eine geheime Zauberformel. Trifft den Zauberer. Du hast einen Brief vom örtlichen Zauberer bekommen. Er behauptet, Informationen über das alte Gemeinschaftszentrum zu haben. Betritt den Turm des Zauberers. Okay. Ja gut, dann machen wir das mal. Heute brauchen wir nicht gießen. Gott sei Dank dem Regen. Ja, das trifft sich gut. Ich wollte eigentlich in die Mine rein, aber ja, und zum Schmied auch noch. Aber erstmal, ups, da sind wir falsch. Warte mal, da muss ich mal da durchhauen hier. Hä? Was war das gerade? Ist da gerade was vorbeigehuscht? Ja, ich glaube, ich sehe Gespenster, gemischte Saat. So. Dann wieder hier runter. Und jetzt nach links. Links, da stinkt's. Okay, der Typ da kommt immer an bestimmten Tagen anscheinend immer nur, der mit dem Wagen. So, hier können wir immer wieder was ernten. Auch gut.
So, dann gucken wir mal, ob der Zauberer zu Hause ist. So, warte mal. Zack. Jawohl. Oho. Oder warte mal, das ist vielleicht. Komm rein. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen den physischen und den ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des heiligen Gra... du verstehst schon. Und du, Legolas, deine Ankunft habe ich schon lang vorhergesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Ja, sieh her. Huf. Aha. Was ist das? Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Ja, im Haus. Sie nennen sich Junimos. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Ist aber schade. Hör auf, ich blitze hier. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben. Aber es gibt keinen Grund, sich vor ihnen zu fürchten. Geister. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Höchst interessant. Warte hier, ich werde mir das persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Abracadabra, schwupp, weg ist er. Okay. Ja. Können wir uns hier umsehen? Jetzt nimmt er die Tür. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Aha. Das heißt? Ja? Eins mit der Waldmagie. Was meinen sie damit? Schnüff, schnüff. Aha! Komm her. Okay. Hier bin ich. Hä? Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamellgiftpilze. Kannst du es riechen? Es stinkt ziemlich. Hier, trink aus, lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Wenn du das sagst. Okay. Schlürf. Mir wird ganz grün und schlecht. Mir wird ganz schwummerig. Boogie. Jetzt bin ich auf Drogen. Tannenbäume. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Kann ich nochmal rein? Ja, okay.
Jetzt kann ich mich ja frei bewegen. Okay, übers Buch kann man nicht laufen. Alles klar, was ist denn das hier? Hä, was ist das? Keine Ahnung. So, ich habe viele Dinge über deine Zukunft gesehen, Legolas. Ja, wenn ich sie dir sagen würde, könnte das ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Na, dann behalt's halt für dich. Aber, naja. So, kann man hier lesen? Nö. Was ist denn das? Hallo. Was machst du da? Da dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Also, du vertraust mir nicht. Das finde ich aber gemein. Puh. Was ist jetzt das hier eigentlich? Na gut, er sagt da auch nichts dazu. Aber er hat mir geholfen. Naja, gut. Ja, dann gehe ich wieder. Ja, dann wären wir doch jetzt erstmal bereit, nochmal in die Dings zu gehen, in die alte Hütte da. Da liegt ein großer Baumstamm im See übrigens. 9.10 Uhr. Was war denn das? Wer furzt hier? Ja, da furzt jemand. Ich höre es eindeutig, also ich habe es gehört, meine ich zumindest. Ja, ist ja schon recht. So, jetzt gehe ich aber schnell nochmal zum Schmied. Jetzt möchte ich sehen, was in der Geode drin ist. Hoffentlich diesmal nicht nur noch Steine. Ah, warum muss der mal so weit drüben sein? Das ist ja eine halbe Tagesreise. Lalalala. Ah, Servus. Was machst denn du hier? Ich werde reingehen. Ich brauche einen Moment Ruhe. Aha. Penny. Ah, Moment. Eine Narzisse. Magst du Blumen, Penny? Ja, keine Ahnung, was die mag. Ja, ich lasse es mal lieber mit den Blumen. Ja, wir haben ja gelernt, manche mögen irgendwas Bestimmtes. So, Servus. Geode aufbrechen, bitte. So, was ist denn das? Oh, das sieht... Kalzit. Mhm. Was ist ein Kalzit? Das ist irgendein Mineral, oder? Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es im Museum spendest. Ja, Mineral. 75 wäre es wert. Gut, dann gehen wir doch gleich mal ins Museum, bevor es wieder dicht macht. So, howdy. Ja? Entsetzlich. Nicht ein einziges Stück in der gesamten Kollektion. Ja, was ist denn passiert? Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Ja, Kribbel, Kribbel. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genau unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Ja. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell ein neues Fundstück wie Artefakte oder Mineralien spenden? Wir können zusammen bahnbrechende Entdeckung machen. Oh, und wer weiß. Wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Wäre doch ein Deal, oder? Denk drüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bringe das Objekt einfach hier zur Rezeption. Okay. So, jetzt wird hier wieder ausgefadet. Schwupp. Okay, da fehlt immer noch ein Buch. Museum spenden. Das kann ich jetzt einfach hier hinsetzen. Ja, mal machen wir hier mal hin. Hofbuch aktualisiert. Okay. Und jetzt? Hallo? Ach, okay. Alles klar. So. Kann ich jetzt noch mit Gunther reden? Nö. Ne, ich kann... Ah, doch. Es sieht nicht so aus, als hättest du irgendwas... Mach dich besser mal auf die Schatzsuche. Was? Na, also... Sowas von unfreundlich. Ich hab dir jetzt das Ding hier geliefert und... Was ist der Dank? Ja, gleich mehr so angebabbelt zu werden hier, so blöd. Kalzi, dieser gelbe Kristall ist mit schimmernden Knoten übersät. Ah, ja.
Ich dachte ja auch, dass der uns mehr über das erzählt. Naja. So, 10.50 Uhr. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Tag? Ach so, ja. Wir wollten ja in die Mine rein. Gut, ich habe hier Krempel im Inventar, das ich nicht brauche eigentlich. So, hängt ja noch was Interessantes aus? Ne, heute hängt ja nichts aus. Naja gut, und was steht im Hofbuch? Archäologie. Gunther hat dich darum gebeten, neue Artefakte oder Mineralien im Museum zu spenden. Er meint, es würde sich ab und zu an seltene Waren kompensieren. Okay. 250G, jawohl. Ah. So langsam wird meine Schüsseligkeit wieder hier ausgebügelt. Aber ja, ist natürlich mehr hin. Können schon 2000 Gold haben. Hätte ich dann jetzt so einen Quatsch gemacht. So, jetzt möchte ich aber schnell nochmal hier. Hoppla, das wollte ich nicht. Das Zeug hier einlagern. Die Narzisse, was die Narzisse, die verkaufen wir. So, blub. Okay. Ja, gut, Leute, und es ist schon wieder Zeit, Ade zu sagen. Wir haben ja jetzt hier was erlebt. Wir waren mit Zauberer und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.